Word, das Textaussehen ändern. Mein Name ist Birmin Lehner. Mein Word schreibt sofort mit irgendeiner Schriftart. Ich kann das hier oben ablesen. Das ist die Schriftart Arial. Da gäbe es noch viele andere Schriftarten. Wenn Sie auf das kleine Pfeilchen hier klicken, sehen Sie alle anderen. Sie sehen, es hat hier noch einen Scrollbalken. All diese Schriftarten sind bereits installiert auf dem PC. Das ist die Schriftgröße, 12 Punkte. Und die Schriftfarbe ist standardmäßig schwarz. Wenn ich nun ein Wort rot schreiben möchte, dann kann ich nicht einfach hier auf das rote A klicken. Ich mache das nun. Irgendwie funktioniert das nicht. Warum? Word weiß ja gar nicht, was alles rot werden soll. Dieses Wort oder alles. Deshalb muss ich ein Wort markieren. Und sobald ich etwas markiere in Word, dann erscheint diese Werkzeugkiste hier oben ganz nahe am Text auch. Ich klicke nun mal doppelt auf dieses Wort sofort. Und Sie sehen diese kleine Werkzeugkiste, die erscheint sofort. Das ist super praktisch. Ich kann jetzt auch sofort sagen, ich möchte rote Schriftfarbe. Oder ich möchte fett schreiben. Oder kursiv, also schräg. Oder unterstrichen. Oder ich möchte das Wort noch markieren. Und das geht jetzt auch so weiter. Wenn ich jetzt das Wort wieder zurücksetzen möchte, mache ich wieder einen Doppelklick auf das Wort. Die Werkzeugkiste hier erscheint sofort. Ich kann sofort wieder das Fett rausnehmen. Oder ich könnte das ja auch hier oben machen. Das Kursiv wegnehmen. Das Unterstrichene wegnehmen. Es soll nicht mehr markiert sein. Und die Schriftfarbe, geht das auch? Das bleibt irgendwie rot. Aber wenn Sie auf den kleinen Pfeil dahinter klicken, dann können Sie sagen, Word soll die Schriftfarbe automatisch wählen oder dann eben noch eine andere Farbe nehmen. Sie sehen hier im Hintergrund, wird immer eine Vorschau sofort gezeigt. Türkisblau, grün, gelb, orange oder eben wieder automatisch. Und diese Werkzeugkiste, die kleine, die verschwindet sofort wieder. Wenn ich nun etwas größer schreiben will, dann geht das auch so. Ich mache einen Doppelklick auf das Wort, ändere hier die Schriftgröße, zum Beispiel 18 oder noch mehr Punkte. Oder dann, ich klicke ein paar Mal auf dieses große A, dann wird die Schrift größer. Oder dann auf das kleine A, dann wird sie wieder kleiner. Und ich mache das nun ein bisschen auffällig. So, jetzt ist es rot und größer. Und das gefällt mir so gut. Ich möchte diese Eigenschaft auf ein anderes Wort übertragen. Dafür gibt es diesen Formatpinsel hier oben. Ich klicke einmal auf diesen Pinsel. Dann hängt an meinem Cursor ein Pinsel. Und wenn ich nun auf ein anderes Wort klicke, dann ist es nun auch rot und groß. Oder ich hole diesen Formatpinsel noch anders, Doppelklick auf ein Wort und Doppelklick auf diesen Pinsel. Dann kann ich den Pinsel nämlich mehrfach gebrauchen. Ich klicke jetzt auf das Wort sofort und auf das Wort weiterschreiben. Und alles wird immer so, wie ich das vorhin hier oben geholt habe. Wenn nun alles wieder zurückgesetzt werden soll, dann stelle ich mal hier diesen Formatpinsel wieder ab. Ich klicke darauf. Ich markiere alles. Das geht so, wenn ich hier außen am Rand nach unten streife, die Maustaste gedrückt halte, dann kann ich hier auf den Format-Radiergummi klicken und es ist wieder wie am Anfang. Das war's.